Warum ist Lily Potter während des Angriffs von Voldemort nicht mit Baby Harry aus Godric's Hollow wegappariert? Das und mehr in diesem Video. Der Angriff auf das Haus der Potters, der am 31. Oktober 1981 stattfand, forderte das Leben von Harrys beiden Eltern. James, der bei der Verteidigung seiner Familie starb, und Lily, die sich opferte, um Harry zu retten. Der Angriff erfolgte, nachdem Sybil Trelawney, die sich für eine Stelle in Hogwarts beworben hatte, eine Vision von der Prophezeiung hatte. Dieselbe Prophezeiung, die die Welt der Zauberer aus den Angeln heben sollte. Derjenige, der die Macht hat, den dunklen Lord zu besiegen, naht. Geboren von denen, die sich ihm dreimal widersetzt haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als seinesgleichen kennzeichnen, aber er wird eine Macht haben, die der dunkle Lord nicht kennt. Und einer von beiden muss durch die Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, solange der andere überlebt. Derjenige, der die Macht hat, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Snape, der zu dieser Zeit ein Todesser war, hörte Trelawneys Vorhersage und gab sie an Voldemort weiter. Die Prophezeiung bedrohte Voldemorts Position und so wusste er, dass er handeln musste. Als die Potters erkannten, dass sie in Gefahr waren, versteckten sie sich in der Hoffnung, so viele vorbeugende Maßnahmen wie möglich zu ergreifen. Schließlich fanden sie Zuflucht in der Stadt Godric's Hollow und sie wurden durch den Fidelius-Zauber geschützt. Der Fidelius-Zauber ist ein unglaublich mächtiges Stück Magie, das ein Geheimnis in der Seele eines auserwählten Geheimnisträgers verbirgt. Und in diesem Fall war das Geheimnis der Aufenthaltsort der Potters. Die einzige Lücke in ihrem Plan war der Mann, den sie als Geheimnisträger ausgewählt hatten, Peter Pettigrew. Der wehleidige Pettigrew wechselte schließlich die Seiten und verriet Voldemort den Aufenthaltsort der Potters und überließ sie so seinem Angriff. An einem unscheinbaren Oktobertag schlug Voldemort zu und es war wahrlich ein Tag, der den Lauf der Geschichte verändern sollte. Als er ihr Haus betrat, war James Potter der Erste, der ihn sich in den Weg stellte. Die erste Verteidigungslinie, die Lily und Harry beschützte. Allerdings hatte James ein großes Problem. Er hatte seinen Zauberstab nicht bei sich. Die Potters waren völlig unvorbereitet, denn sie ahnten nicht, dass ihr Aufenthaltsort verraten werden würde. Und dass sie von ihrem eigenen geheimen Wächter verraten werden würden. Da er seinen Zauberstab nicht bei sich hatte, war er Voldemort nicht gewachsen, obwohl ich vermute, dass Voldemort ihn auch schnell mit Zauberstab erledigt hätte. James war ein begabter Zauberer, aber nicht mal er hätte das annähernde Niveau, es mit dem dunklen Lord aufzunehmen. Von da an machte sich Voldemort auf den Weg zu Lily und dem kleinen Harry, immer noch fest entschlossen, den Jungen zu töten. An diesem Zeitpunkt der Geschichte geht Voldemort dann auf das Zimmer zu, in dem sich Lily und der kleine Harry befinden. Als er den Raum betrat, tat Voldemort etwas ganz Unerwartetes. Er bot Lily an, zur Seite zu treten. Es war kein Luxus, den er James gewährte, aber schließlich ging es ihm nur um Harry. Er erklärte ihr, dass er ihr Leben verschonen würde, wenn sie ihm Harry überließe und einfach wegtreten würde. Dies geschah auf Bitten von Severus Snape, der Lily liebte und es wahrscheinlich zutiefst bedauerte, die Prophezeiung an Voldemort weitergegeben zu haben. Es überrascht ihn jedoch nicht, dass Lily Voldemort nicht erlaubt, ihren Sohn zu bekommen und sich weigerte, das dazu führte, dass Voldemort sie mit dem Tötungsfluch ermordete. Daraufhin richtete Voldemort seinen Zauberstab auf Harry und stieß ein weiteres Avada Kedavra aus, in der Hoffnung, der Familie Potter ein für alle Male ein Ende zu bereiten. Doch dank Lillys liebevoller Aufopferung wurde der Fluch aufgehoben, Voldemort für eine gewisse Zeit getötet und der kleine Harry gerettet. So haben sich die Dinge also wirklich zugetragen. Aber ich möchte wissen, warum Lily nicht einfach mit Harry appariert ist und das Haus der Potters ganz verlassen hat. Als James zu Lily sagte, sie solle mit Harry fliehen, gab es zweifellos eine Art unausgesprochenes Eingeständnis, dass er sterben würde. Warum hat Lily also nicht die Gelegenheit zur Flucht genutzt? Der Fidelius-Zauber ist im Spiel, ein Zauber, den es natürlich auch bei den Potters gab. Außerdem erklärte Dumbledore Harry im Halbblutprinzen, dass es in den Haushalten durchaus üblich ist, einen Schutz vor dem Apparieren von außen zu haben. Ebenfalls in Hogwarts ist es nicht möglich zu apparieren. Wie wir also sehen können, ist Lily Potter aus einer Vielzahl von Gründen nicht appariert. Der Fidelius-Zauber machte das Ganze unmöglich zu sehen, ob Lord Voldemort zu ihnen kommen würde oder nicht. Und die Tatsache, dass die meisten Zaubererhäuser
mit Anti-Apparationszaubern ausgestattet waren, machte es auch sehr unwahrscheinlich, dort apparieren zu können. Da wir unter der unmittelbaren Bedrohung durch Lord Voldemort lebten, bin ich mir mehr als sicher, dass das Potterhäuschen mit einem Anti-Apparationszauber ebenfalls ausgestattet war. Es gibt auch noch einen weiteren wichtigen Grund, warum Lily Potter nicht apparierte. Sie hatte ihren Zauberstab nicht dabei. In Harry Potter ist zauberlose Magie durchaus möglich. Aber je komplizierter der Zauberspruch ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Hexe oder der Zauberer einen Zauberstab benötigt, um die Magie richtig kontrollieren zu können. Apparation ist kein leichtes Unterfangen. Tatsächlich können die meisten Hexen und Zauberer das gar nicht. Ich bin also bereit zu wetten, dass Lily Potter ohne ihren Zauberstab nur ein weiterer Faktor ist, der dazu beiträgt, dass sie nicht in der Lage war zu apparieren. Wie du also sehen kannst, gibt es viele Gründe, warum Lily Potter nicht apparieren konnte. Und sie scheinen alle ziemlich vernünftige Erklärungen zu sein. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich ein Abo. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.